Hi Leute, willkommen zurück bei Dirt 4 Folge 3. Weiter geht's mit der Karriere. Wir haben den Fiesta frisch gekauft, frisch designt und werden die ersten Events mit diesem Auto heute fahren. Ja, wir werden, glaube ich, relativ bald auch Landrush, Rallycross und so freischalten. Dann können wir ein bisschen Abwechslung reinbringen und auch ein paar moderne Autos kaufen. So, eine Sache vorweg, die ich nochmal kurz zeigen wollte. Ich habe ja hier Vorbestellergedöns. Ich dachte, dass man jetzt den Hyundai i20 R5, dass man den so direkt bekommt. Aber ist gar nicht so. Die muss man dann trotzdem immer noch kaufen. Das ist ein bisschen doof. Mal hier bei Autohaus, bei R5, da ist nämlich der Hyundai. Den hat man als Nichtvorbesteller nicht, irgendwie voll doof. Und auch doof, dass man ihn dann kaufen muss. Also, dass er dann halt einfach im Spiel ist und man ihn trotzdem aber hier für 150.000 Credits kaufen muss. Ich dachte, man bekommt ihn dann so. Aber der sieht echt geil aus, ne? Lackierung gefällt mir auch sehr gut. Okay, das sind die F5 Autos, die immer später noch auf jeden Fall zur Genüge kennenlernen. Bin ich sehr gespannt drauf, freue ich mich schon drauf. Ja, Update nochmal zu Folge 1 und 2. Ich war ja komplett bescheuert mit den Einstellungen, ne? Ich habe da irgendwie mit einem randlosen Fenster in 4K, aber doch nicht in 4K aufgenommen und ihr glaubt einfach nicht. Ach ja, Thrustmaster ist bald ausgelaufen. Ihr glaubt einfach nicht, was das für eine Arbeit war mit diesen beiden Folgen. Weil nun durch diese komische Aufnahmetechnik, die ich dann hatte, also ich habe ganz normal mit dem Nvidia-Aufnahmeprogramm aufgenommen. Und dann machen wir mal die US Open mit dem Fiesta einfach jetzt, genau. Dann war die Audiospur immer kaputt. Immer wenn die Rennen vorbei waren, dann gab es da irgendwie eine Verschiebung und das war komplett asynchron. Alles hat geruckelt und dann war auch im Schnittprogramm war quasi die Audiospur komplett verschoben. Ich musste da alles mögliche hin und her schieben, damit das wieder gepasst hat, weil alles asynchron war. Ist ja auch kein Wunder, wenn man in eigentlich 1080p aufnimmt, das Spiel aber auf 4K im randlosen Fenster läuft, dann kommt das irgendwie alles nicht aufeinander klar. Und das war wirklich ein Horror. Und das Ganze dann auch noch nachts, weißt du, weil ich habe ja dann nachts beim Release quasi aufgenommen, damit es dann am Release-Tag schon draußen ist. Und Alter, nee. Unglaublich. Egal, jetzt geht's weiter. Es regnet auf jeden Fall jetzt. Das finde ich ja auch witzig, ne, dass es hier die Startreihenfolge gibt. Und dann auch je nach Zeitpunkt, wo man losfährt, auch das Wetter variieren kann. Das heißt, die Leute, die jetzt vorher losgefahren sind, die hatten eine geringere Regenwahrscheinlichkeit. Und wir fahren auch Multiclass. Das heißt, hier kann man theoretisch auch mit einem Gruppe A-Fahrzeug teilnehmen. Aber da haben wir noch nicht genug Geld für. Und dementsprechend, ja, los geht's. Das erste Mal wird unser Fiesta hier nass. Bessere Teile kann ich sowieso noch nicht kaufen, ne? Nee, da muss ich noch die Ränge freischalten in meinen Anlagen. Ach so, der Grund, warum ich nicht mehr 600 Credits habe wie letzte Folge, sondern jetzt 3000 ist, dass ich einmal zum ganzen Kalibrieren und Testen und so weiter nochmal eine Etappe gefahren bin. Das könnte sich bemerkbar machen. Da ein Preisgeld bekommen habe. Bin ich ja in Michigan gefahren, Asphalt-Rally. Und der Fiesta sieht ja mal richtig geil aus mit dem Asphalt-Setup, weil er ist ja dann tiefer, hat andere Felgen drauf. Sieht ja richtig, richtig gut aus, unser kleiner... Unsere kleine Hubraumpfütze. Unser 1 Liter EcoBoost. Der aber echt gut abliefert. So, die erste Kehre. So, sonst gut. So, ich wollte auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen an den OSD-Einstellungen rum... Alter, der schiebt aber hier. Ein bisschen arbeiten, weil... ich ein paar Anzeigen weg haben will, habe ich in der letzten Folge schon gesagt. Das mache ich gleich. Erstmal fahren wir jetzt aber nochmal. Alter, die Pfützen, die können schon tricky sein. Ich glaube, dass auch jetzt einfach das Spiel in der im fertigen Video besser aussehen wird. Weil ich diese ganzen Auflösungsverschiebungen und so ist natürlich auch Qualität verloren gegangen. Und es ist auch jetzt einfach schärfer und flüssiger, das Bild. Muss ich jetzt ganz klar nochmal so anmerken. Ja, Lenkrad habe ich schon mal kalibriert, nochmal die Tasten ein bisschen angepasst. Das muss ja nicht in Aufnahme sein, das habe ich schon offscreen nochmal gemacht. Wie gesagt, um dann einfach die Kalibrierung, das Feeling nochmal zu testen, einfach nochmal eine Rallye gefahren. Da verdient man dann auch im freien Spiel sozusagen, verdient man dann auch Geld. Also ich habe jetzt halt nicht die Karriere gemacht, sondern halt eine freie Rallye und da kriegst du ja auch Kohle. Gar nicht mal wenig war das. Das war eine 2-Kilometer-Etappe. Ich glaube, da kann man übelst grinden. Am Anfang, wenn man einfach 2-Kilometer-Etappen fahren, easy win und dann kriegst du jedes Mal da 3000 Credits. Das ist eigentlich, aber es ist auch nicht so viel eigentlich, naja. Also man kriegt schon mehr Geld, wenn man die Meisterschaften fährt. Guck mal, schön Schmutz aufgesammelt hier, der Kleine.
Ja, also ich finde ihn eigentlich ganz schön, so mit dem Grün, mit dem Schwarz-Carbon da dran und so, eigentlich ganz nett. So, jetzt, Wertungsprüfung war eigentlich ganz okay. Gehen wir mal 4 Sterne. Ja, Day-One-Patch, da wurde ja auch das Dior-Stage angepasst. Ey, mir sind hier Details aufgefallen ich bin nicht Michigan gefahren, ich bin Spanien gefahren. Spanien-Asphalt. Wieder vertan. Egal, ich bin auch müde, Leute. Ich habe echt wenig geschlafen. Ihr seht es mir nach, wenn ich ab und zu mich mal verspreche oder einen Fehler mache. Da waren auf einmal Sachen, die ich auf der PlayStation 4 gar nicht gesehen habe. Da sind irgendwelche Wasserspeier gewesen, die Felder bewässert haben. Und solche ganzen Sachen. Faszinierend. Also, die Beifahreransagen möchte ich nicht sehen. Diese Zahlen, die da auf dem Bildschirm sind. Das brauche ich eigentlich nicht. Die Fortschrittsanzeige will ich auch nicht haben. Die lenkt nur ab. Das lenkt beim Fahren so ab einfach. Die Zeitentables lasse ich euch, damit ihr einfach einen Überblick habt, wo ich gerade bin. Aber ich gucke da nicht hin. Also ich gucke da nicht bewusst hin zumindest. Okay. Ja, jetzt ist das alles einfach geiler hier mit Grafik. Guck mal, ich zeige es nochmal, was ich gemacht hatte. Ich hatte hier bei Bildformat, bei Vollbild hatte ich dieses randlose Fenster. Und das war für Shadowplay der Tod. Naja, egal. WeSync ist jetzt auch an. Mal gucken. Ich werde da nochmal so ein bisschen rumexperimentieren. Na gut. Besser. So, eine Etappe können wir noch reparieren. Aber ich glaube, da ist nicht viel kaputt. Weil der Soundtrack ist echt cool. Da sind schöne Songs dabei. Amber Forest. Obwohl ich die ganzen Strecken jetzt alle schon mal gefahren bin, erinnern kann man sich trotzdem nicht wirklich dran. Das ist das gleiche Phänomen wie bei Dirt Rally. Wo mir das Konzept mit den Originalstrecken deutlich besser gefallen hat. Weil selbst da habe ich nach über 120 Folgen, selbst da, wenn ich dann die Rallye nach ein paar Wochen wieder fahre, dann weiß ich den Streckenverlauf nicht mehr. Das glaube ich nur so für die Hardcore-Leute, die da drin 1000 Stunden investiert haben. Die kennen mittlerweile die Strecken wahrscheinlich schon schön auswendig, aber ich für meinen Teil auf jeden Fall nicht. So, Fahrzeug wird gewaschen. Der kann nicht so dreckig wieder an den Start gehen. Das geht einfach nicht. Es gibt nachher einen Perk sogar von dem Chefingenieur, dass das Fahrzeug immer automatisch gewaschen wird. Das ist irgendwie witzig. Das könnte ich dann ja später mal skillen, weil... Achso, ja. Dann muss ich nicht jedes Mal da ins Menü klicken. Weil ich fahre gerne mit einem sauberen Auto los. Das ist einfach... 83 MeToo hätte hier seine helle Freude auf jeden Fall. Auto ist immer schön sauber und glänzend. Bis in die letzte Pore. Mit etwas Preisgeld könnten wir unser neues Fahrzeug für die nächste Meisterschaft holen. Ja, ich bitte doch darum. Ich stehe ja irgendwie voll auf diese Spritzlappen-Optik, ne? Ich finde das irgendwie geil. 3, 2, 1, Luft, 4. Ah, ich muss mal, wenn ich zum Marshall reinfahre, gleich nochmal in die Außenansicht schalten, weil der Fiesta, der knallt übelst, wenn man. Der hat so einen Schubknall. Also verzögerte Schubabschaltung, wenn man also einfach vom Gas geht, so im zweiten Gang oder sowas, bei 60, 70, dann ist der übelst am rausrotzen. So, ich finde das Bild so einfach viel klarer. Ich kann mich viel besser konzentrieren. Oh. Links 4. In links 2, 60. Boah, sag mal. Rechts 4, lang, rechts schneiden. Das war knapp. Und rechts 6, nicht schneiden, 130. Links 4. Ja, ganz knapp, hauchdünn vorne. Und rechts 6, und links 5. Boah, Alter, der links 5, 60, rechts verzieht 4, manchmal, wenn da so eine Bodenwelle ist. Links 5, 200. 200 über Meter. Wir haben eine gute Pace, glaube ich. So, fünfter Gang, er hat nur 5 Gänge. Also Schluss. 40 durch Senke. Rechts 6, über Kurve, nicht schneiden. Rechts 6 und links 5, 40 durch Senke. Rechts 6, über Kurve, 150. Rechts 4, lang, innerhalb, 80. Irgendwie. Links 6, lang. Das Bild ist ein bisschen unsauber. Irgendwie. In scharf links, 60. Vielleicht muss ich das V-Sync doch mal 60. Ausmachen. Links 6, nicht schneiden. Und links 4, lang. Das ist so ein bisschen Tearing auf jeden Fall. 200 über Meter. Deswegen war links auch 5, 60, scharf rechts. Die FPS-Zahl zu sehen in den in rechts 6, beiden ersten Folgen. Normalerweise, ja, so mit Handbremse und eine enge Kurve mit dem Fronttriebler, das ist halt nicht so easy. Rechts 4, lang, nicht schneiden. Da ist mit quer nicht und ganz so viel, 6, das ist doch eher so ein sauberes Anbremsen, so saubere Linie fahren. Da ist man schneller, als wenn man da mit der Handbremse großartig und die Kurven geht. 150, und man kann das Differential hier auch. Ich glaube, der hat 150. Sogar ein LSD, Limited Slip Differential.
An der Vorderachse kann man auch einstellen, müssen wir dann mal gucken, vielleicht beim nächsten Mal. So, jetzt wollte ich ja mal hier. Boah, geil. Als wenn der Tuner mit seinem Auto einmal die Software angepasst hat und Schubknallen ausgeschaltet hat, beziehungsweise Schubabschaltung ausgeschaltet hat. Richtig geil. Natürlich beim Straßenfahrzeug überhaupt nicht zu empfehlen, weil da der Turbolader und generell Komponenten durchaus darunter leiden können. Schubabschaltung verzögern ist Turbotod. Manche Fahrzeuge haben das ja auch Serie, Mini und so. Da ist es allerdings so, dass es einen extra Raum in der Abgasanlage gibt, der separat ist, wo das stattfindet sozusagen. Damit das nicht Explosionen, dann nicht den Turbolader oder sowas beschädigen können. Ja, okay, easy win würde ich mal sagen. Ja. Zwei Achievements, die aus dem Lehrbuch und eine Außenseitergeschichte. So, 1600. Credits. Oh! Das gab gut Geld. Und es gibt auch Level Up. Okay. Alles klar. Ach, jetzt kommen noch zwei Strecken. Ah, okay. Zweimal zwei Strecken. Weiß Bescheid. Dann buttern wir die auch noch schnell weg. Nehmen wir sie unter die Räder. Jetzt ist es ein bisschen dunkler. 5.25 Uhr bzw. morgens beim Nebel. Da ist die Sicht manchmal richtig mies. Aber wieder eine Kurzetappe, 4,45 Kilometer. Kaum Höhenunterschiede. Ist das nicht sogar... Das Layout sieht genauso aus wie eben. Ich glaube, andere Reihenfolge, ne? Hagensville Forest. Naja, egal. Auf jeden Fall auch wieder zwei Haarnadeln. Also ich empfehle euch auf jeden Fall bei Rally gerade, auch wenn ihr die Strecke nicht kennt, ihr seht ja das Layout. Und da kann man durchaus auf Haarnadeln sich schon mal geistig vorbereiten, ne? Weil manchmal gibt es da wirklich viele gerade... lange anhaltende gerade Abschnitte und dann eine Haarnadel, die manchmal vielleicht auch spät gesehen wird, spät angesagt wird, wie auch immer. Und da könnt ihr auf jeden Fall, indem ihr vorher schon mal guckt, wo sind die Splits, an welcher Stelle ungefähr kommt eine Haarnadel oder eine schwierige oder eine kurvenreiche Passage, kann man da ganz gut gucken. Ja genau, hier LSD, Antriebsschwellenwert Front. Ist komplett gesperrt. Eine hohe Sperrwirkung verbessert die Traktion auf gerader Strecke, kann jedoch insbesondere bei geringer Bodenhaftung zu Untersteuern führen. Das ist das, genau das gerade, was ich gemerkt habe. Ziemlich stark gesperrt. Ich nehme die Sperre mal ein kleines bisschen raus, weil der beim in Kurven Einfahrt bei den Haarnadeln echt sich sehr, sehr beschissen feiert. Da gebe ich gerne ein bisschen Stabilität. Das könnte sich bemerkbar machen. Nicht gut. Gar nicht gut. Ja, Musstonen ist der Klassenführer. Ne? Mal gucken, zwei, wie es sich fährt. Er hatte immer ordentlich Wheelspin beim Start. Ich habe das Gefühl, der Corsa hat nicht so einen Wheelspin gehabt, aber es liegt auch einfach an der Saugercharakteristik, dass er seinen Drehmoment nicht sofort an die Räder gibt, sondern erst ein bisschen später. Ey, der fährt sich so viel besser jetzt mit dem 15% eingestellten Differential. Das ist ja Wahnsinn. Links 6, rechts schneiden. Das wird nachher noch besonders wichtig auch im Rallye Cross. Bei den Super 1600, die auch Frontantrieb haben. Und das Setup sowieso bei Dirt 4, finde ich, also auch bei Dirt Rally schon, spielt eine sehr, sehr große Rolle. So, jetzt kommt, glaube ich, schon gleich die erste. Oh, wir sind ganz schön weit zurück. Was ist denn da los? Auch diese Vierer. Jetzt kommt eine scharf links, Achtung. Nimmt er wesentlich souveräner, der Kleine. So, hier auch beim Rauslenken aus der Kurve viel, viel besser. Beleg schon, das komplett zu öffnen. Die Sperrwirkung komplett rauszumachen. Rechts 6. Und links 5. 40 durch Senke. Rechts 6. Über Kurve. Okay, wir sind, haben aufgeholt. Rechts 4. In Welle. Und links 6. Boah. Rechts 5. Rechts halten. Über Kurve. 60. Scharf links. 60. Kuppe, 150. Ah, Handbremse trotzdem mal benutzt. Ja, erster Gang, der geht bis links 70. Links 4, lang, innenhalb, rechts steil, 100. Rechts 5. Ah, hier in Michigan geht es tatsächlich viel geradeaus. Es ist eine eher eine schnelle Rallye. Im Gegensatz zu Wales, gerade im Wald, ist es... Boah, ich muss den Wischer da selber betätigen, ne? Verdammt, ich habe den irgendwie auf eine Kacktaste gelegt. Aber...
Ja, das Wasser ist auch relativ schnell wieder von der Scheibe beim... Oh! Ach du Gott. Die habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, gerade die Kurve. Also, sobald wir dann auch Autos haben, der Fiesta hier, der wird, wie ihr sehen könnt, sequenziell geschaltet. Sobald wir... Boah, das ist gleich knallen. Jetzt haben wir doch 5 Sekunden Vorsprung. Ah, ist das geil. Ja, okay, gibt aber keine Strafe. Also, sobald wir dann Autos haben, so historische Autos auch, die dann quasi auch handgerissen werden, da werde ich natürlich auch hier auf den, den seht ihr gerade gar nicht, aber hier ist der Schiff daneben mir, den werde ich auf den natürlich zurückgreifen. So, 2,92, die ist gleich kurz auf jeden Fall die Etappe. Stirling Forest. Jetzt ist auch besseres Wetter. 7.40 Uhr. Ja, ich glaube, reparieren brauchen wir gar nichts. Sollte eigentlich fit sein, das Auto. Wenn wir ganz kurz reingucken, ob überhaupt irgendwas ist. Ja, das ist 21. Da wären wir easy. Guck mal, ist irgendwas? Nee, alles heil. Dann einfach go. Nicht lange fackeln. Wir scheinen starten zu können. Keine Verzögerung. Ich habe den Wagen jetzt noch nicht gewaschen. Sieht doch geil aus, ey, diese... 4, 3, diese Trickentwicklung. Los. Wow. War so eine leichte Bodenwelle am Start, sodass der Wagen hier beim Beschleunigen so ein bisschen in die eine Richtung gegangen ist. Rechts 4. Rechts 6. Und Wellen in links 4. Und rechts 6. 200. Links 6. Über Kuppe. Senke. Pfosten außen. Offene Kehre. Links 150. Also die Framerate gefällt mir gerade irgendwie überhaupt nicht. Irgendwie ist das so ein bisschen unruhig. Ich weiß auch nicht. Das könnte tatsächlich hier am V-Sync liegen. Das mache ich mal aus. Das kann man alles auch on the fly machen. Vielleicht auch mal das Multisampling auf vierfach zurück. Das macht sowieso optisch, glaube ich. Was denn jetzt passiert? Ach du Scheiße. Was habe ich gemacht? Oh nein. Nein. Warum? Ach du Kacke. Wir müssen auf einige Stellen in unserem Aufschrieb achten. Also volle Konzentration. Ja, mit diesem geilen Move habe ich mir, glaube ich, die Aufnahmedatei gerade schon wieder zerhackt, zerstört. 5, das ist schön. 4, 3, deswegen muss ich die Etappe gerade mal neu starten, weil ich das komplette Spiel neu starten musste. Ach Gott, ja, 5, keine Ahnung. Ich habe es wieder 4, auf, ihr habt es gesehen, ne, 3, was passiert ist, glaube ich. Ich habe es wieder auf... 1, los. Auf... 100. Randlos 4K hat sich das wieder selbst eingestellt. Ich weiß nicht warum. Ich hab eigentlich ja nur das Multisampling auf vierfach stellen wollen. Und ja. Dann konnte ich die Aufnahme nicht mehr starten. Dann habe ich kurz nachgeguckt, was mit der Aufnahme ist. Und da war wieder auf der einen Etappe ist so ein komischer Cut jetzt wahrscheinlich gewesen. Nicht, dass ihr euch wundert, aber das lag jetzt daran. Und ja, ich werde jetzt auf jeden Fall nichts mehr ändern. So, ich habe jetzt das V-Sync ausgemacht. Multisampling sind so vierfach, so wie ich es eigentlich auch haben wollte. Und es läuft irgendwie schon deutlich besser. Keine Ahnung. Vielleicht ist das V-Sync schuld. Das war bei Codemaster-Spielen aber schon eigentlich immer so, dass ich das immer aus hatte, weil das immer auch schon Lex verursacht hat. So. Ja, sicherlich wird der ein oder andere Patch da auch noch kommen. PC ist ja sowieso immer so eine Sache, 1000 verschiedene Konfigurationen. Ich habe auch noch nicht, also ich glaube auch der Nvidia Grafiktreiber ist noch nicht auf Dirt 4 komplett erschienen. Das kommt dann bestimmt noch. Die machen da ja auch mal nochmal so eine extra Anpassung. Oh, Alter, wie spät war die Ansage? Alter. Das muss ich nachher gleich mal einstellen. Die war ja voll spät. Links 5, 60. Bis Ziel. So, reicht's? Ja, es reicht. Sollte doch, ja, 5 Sekunden. Alles okay. Im Bad und WC. So. Oh, ist das ärgerlich. Tolles Ergebnis, das war unschlagbar. So, das heißt, die Meisterschaft ist jetzt abgeschlossen. Da müssen wir dann gleich mal auch schauen, jetzt ob Verträge abgelaufen sind. Hier können wir auf jeden Fall auch mal die Wiederholung angucken. Dem Clean hier. Dem mal zugucken, wie er sich so über die Strecke
schiebt. Das haben wir gesehen, am Anfang so hier dieses Durchdrehen einfach. Beim Schotter natürlich noch schlimmer als bei Asphalt, aber auch bei Asphalt dreht er auch übelst durch. Muss man ein bisschen gefühlvoller einfach mit dem Gas sein. Batz. X4. Was ich ja auch gedacht habe so, bei Dirt 4, ob das eine gute Entscheidung war, die Asteroid, dass man die in Australien fährt. Weil die ganzen Forza-Fans, die haben natürlich dann im Kopf so Forza Horizon 3, da ist Australien natürlich wunderbar dargestellt und richtig, richtig schön. Und das, da kann Dirt 4 dann nicht ganz mithalten, so. Aber inzwischen noch viele, die dann... Achso, hier, ich wollte mal gucken. Das Spiele-Wasserzeichen kann ich hier ausmachen, das braucht ja keiner... Das ist sowieso da unten, wo meine Kamera gerade war, aber ich mach das mal weg. Ich frag mich immer noch, was der Unterschied ist zwischen TV-Modus und Nicht-TV-Modus. Ich habe keine Ahnung. Kann man auch die Musik ausmachen? Beifahreransagen kann man auch ausmachen. Zeit kann man einblenden, wenn man das möchte. Und Kameraeinstellung hier. Hubschrauber. Kann man auch Hubschrauber-only machen. Aber das ist natürlich so viel cooler. Kameras kann man ja auch einzeln nochmal durchschalten. Das ist Helikopter-only. Das ist die gemischte Kamera. Das hier ist Fahrzeug von hinten. Schade, dass es nicht noch ein paar andere Kameras am Fahrzeug gibt. Weil im Rallycross zum Beispiel, da war die Kurve, das war mies. Da gibt es auch in der automatischen Wiederholung mit den gemischten Kameras, gibt es auch so eine Perspektive direkt quasi am Auto. Quasi als wenn man so eine GoPro irgendwie ans Auto gemacht hat irgendwo da an der B-Säule oder sowas. Das ist eigentlich ganz geil. Naja, gut. Könnte man ja eigentlich mal so einen Vorschlag ins Steam-Forum oder in das Codemasters-Forum reinpacken, dass die sowas noch machen vielleicht. Jo. Ey, ganz gut Geld, ne? Also, ich kann mir jetzt bestimmt vielleicht sogar schon so eine Gruppe A. Guck mal, hier, Cash-Kiste auch noch. So ein Cossi oder sowas, so ein Sierra oder Subaru. Also, es gibt ja verschiedene Autos. Da könnten wir gleich diese Historic noch fahren. Das ist ein Meilenstein in deiner Karriere. Ach, guck mal hier, Lackierung für den Fiesta. Du darfst jetzt am Landrush teilnehmen und dich mit Buggies und Trucks auf die Strecke warten. Landrush, das wird noch so ein ganz eigenes Kapitel. Das ist teilweise ohne Fahrhilfen schon ganz schön übel mit den Buggies. Die brechen so schnell aus. Ja, weil jemand auch gestern unter die Kommentare schrieb noch, dass es auf Steam so viele negative Nutzerreviews gibt und dass sich Autos mit Heckantrieb wie 4x4 Autos fahren sollen oder AWD-Autos fahren sollen. Das kann ich bisher so gar nicht nachvollziehen. Also, ich bin auch schon jetzt mit dem Hundeknochen-Escort bin ich jetzt schon gefahren. Mit dem MK2, nee, ist gar nicht der Hundeknochen-Escort, MK2-Escort bin ich jetzt schon gefahren. Auf der PlayStation auch. Die Meisterschaft. Und der hat schon ein ganz schön leichtes Heck und so. Ich fand das eigentlich gar nicht so leicht. Keine Ahnung. So, wir haben eine neue Nachricht. Ich glaube, Sponsor. Ja, Thrustmaster-Vertrag ist ausgelaufen. Da müssen wir dann sofort verlängern. Sonst haben wir nämlich, verlieren wir Geld, weil wir würden keine Boni bekommen. So, gehen wir mal hier zum... hier, mein Team. Sponsoren. Ja, bei Landrush überlege ich, ob wir tatsächlich... bei Landrush ist der Trick auch, dass man, wenn man die Buggy-Meisterschaft fährt, bekommt man auch einen Heckantriebs-Stadium-Truck geschenkt. Den braucht man also gar nicht kaufen. Das ist ein wichtiger Hinweis. Man kriegt sowieso ab und zu Fahrzeuge geschenkt. Dann ärgert man sich, wenn man das Fahrzeug vorher gerade erst gekauft hat, so nach dem Motto, oder eins in der Klasse. Das ist manchmal ein bisschen doof. So. Sponsor. Wir können eigentlich gleich nochmal mit Thrustmaster fahren, weil die jetzt auch da durch die gute Sponsorenbeziehung uns die meiste Kohle geben. Und ja. Ja. Dann müssen wir nur nochmal das Logo wieder ändern auf weiß und schon sieht das wieder schicki-schicki aus. Oh. So, was haben wir zu tun? Ich glaube, Folge... Ah, warte, nee, Folge ist noch nicht am Ende. Anlagen, können wir schon mal die ersten Anlagen kaufen? Garagen, jetzt haben wir momentan... Hier können wir 8 Stellplätze. Das Ding ist, dass man hier auch durchaus mal Stufen überspringen kann, weil hier kloppt man 100.000 Credits raus, um dann ein paar Level später dann die nächste Erweiterung zu kaufen und wieder 240.000 auszugeben. Was ich mich jetzt frage ist... Ob das dann skaliert oder ob das Geld, also ob man dann quasi sowieso das Geld sowieso ausgeben würde, quasi jetzt bei Stufe D dann das Geld von Stufe E enthalten wäre, mehr oder weniger vom Spiel aus. Oder, ja, ob man dann einfach sich das sparen kann. Weil das Level kann man sich wirklich sparen. Man ist ruckzuck Level 14, dann kann man 15 Fahrzeuge in der Garage haben. Ich glaube, das macht Sinn, da auch ab und zu mal zu warten.
Markenabteilung ist schon wichtig, weil man dann auch ja, mehr Boni für die Events bekommt von den Sponsoren. Hier erhöht man die Chancen für seltene Autos, zum Beispiel Audi Quattro. Das ist schon ganz geil, kann man aber auch mit warten. Brauchen wir jetzt am Anfang noch nicht so dringend, weil wir jetzt gerade die modernen Klassen fahren, dann brauchen wir noch nicht so die super seltenen Kracher aus den Kleinanzeigen sozusagen. Ja, Sponsorenplätze, das ist wichtig. Das ist echt wichtig, dass man hier schnell sich die Sponsorenplätze holt. Guck mal hier, das machen wir einfach nochmal jetzt am Ende der Folge. Das Geld gebe ich jetzt nochmal aus. Wichtig ist auch, Techniker sind gar nicht mal so wichtig. Die wollen alle nur Kohle. Das Auto kriegt man sowieso repariert. Das ist so mein Erfahrungswert. So, Vermarktungsabteilung. Fanartikel. Das ist auch mega wichtig. Weil das ist direkt Geld, ne? Das ist direkt Kohle. Aha. Das ist nicht Standard. Das ist auch von den Vorbesteller-Boni. Dieses Team-Pushing, da kriegt man dann mehr Geld. Das ist ja geil. Ey, das lohnt sich ja total. Ich frage mich, ob man diesen DLC dann noch einzeln kaufen kann, weil sonst ist das echt ein bisschen mies den Leuten gegenüber, die es jetzt nicht vorbestellt haben, ne? Also so Vorbesteller-Sachen, nicht, wenn die so in die Spielmechanik eingreifen, bin ich da ehrlich gesagt kein großer Freund von. Weil ich finde das durchaus legitim, dass man auch als Nutzer sich erstmal Videos dazu anguckt, erstmal abwartet, erstmal schaut, ne? Also, dass man dem Vorbesteller hier solche Vorteile gibt, das ist ein bisschen gemein. Den Leuten gegenüber, die es nicht vorbestellt haben, ja, egal. Stimmung ist erstmal nicht so wichtig. Erstmal, alles ist wichtig, was mit Geld zu tun hat. Der ganze Rest, der kann dann noch kommen. Also, da brauchen wir noch Level. Okay. Logistik. So, dann batsche ich noch ein paar Sponsoren drauf. Können wir noch kurz Sponsoren holen. Aber die Ladezeiten sind halt richtig schön kurz im Vergleich zur PlayStation hier. Man ist so schnell in den... Obwohl, das geht eigentlich gerade. Dauert auch genauso lange fast. Kleines bisschen schneller. Also, das Auto sieht dann auch schon viel besser aus, wenn noch mehr Logos drauf sind. So, was haben wir hier? Steel Seal. Das Ding ist auch, wenn man mehrere Sponsoren aus einer... Man kann nicht mehrere Sponsoren aus dem gleichen Branchen sozusagen haben. So, mit wem kann ich mich denn hier am meisten identifizieren? ZF machen nur gute Getriebe. Kann man nichts sagen. Aber wir sollten auch ein bisschen nach dem Geld gucken, ne? Steel Seal. Die geben am meisten Geld erstmal. Drei Meisterschaften. Ja, nehmen wir den, der uns das meiste Geld auch zahlt. Das macht Sinn. Für die Boni. So, mal gucken, was die für alternative Logos noch im Angebot haben. Einmal mit Schwarz-Weiß. Weiß-Schwarz. Mit Gelb. Das Gelb harmoniert ja halbwegs mit unserem Grün-Gelb. Also von daher... So, ZF 1800. 1800. Machen wir ZF. Mal sehen, ob sie auch ein alternatives Logo haben. Also diesen Sponsorenwert, den müssen wir halt immer sofort, wenn wir können, mit Level Up, immer mal gucken, dass wir den halt sofort hochknallen. So, das sieht doch ganz geil aus. Kann man auch ändern. Dann nehme ich das Schwarz-Weiße, das sieht ganz cool aus. So. Ja, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe wieder Spaß beim Schneiden. Werde jetzt nicht mehr mit den Grafik-Settings rumspielen und hoffen, dass es dann beim nächsten Mal besser läuft. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Nächste Rallye steht an. Bis denn. Ciao. Bis morgen. Ach, schönes Wochenende.